Ich darf heute zeigen an einem Beispiel, wie man eine Drittanwendung an SAP Access Control anbindet. An der Stelle gleich vorausgesetzt, wir müssen dazu ein paar Voraussetzungen noch vorab klären, nämlich zum einen, wie wir eine Objektklasse, ein Berechtigungsobjekt im ABAP erstellen, um für die Anwendung tatsächlich die Objekte abzubilden. Dazu gehen wir in die SU21 im ABAP, sehen, dass wir dort die Authorization Object anlegen können oder eine Objektklasse, womit wir tatsächlich starten müssen. Die ist vorbereitet, hier in dem Beispiel, wie gesagt, Salesforce. Dazu erstellen wir dann ein Authorization Object, um letztlich die Berechtigungsobjekte aus dem Zielsystem abzubilden. Wir nennen es an der Stelle mal ZSF Auth und geben dem Ganzen einen kleinen Titel mit, damit wir die Berechtigungsobjekte, Zugriffsregeln etc. abbilden können, benötigen wir noch zusätzliche Felder, die hier mit aufgenommen werden. In dem Beispiel haben wir drei unterschiedliche. Das eine ist einmal das Objekt selber, das Berechtigungsobjekt selber, was wir aus der Applikation bekommen. Weiterführende Berechtigungen, tiefergehende Berechtigungen werden im zweiten Feld abgelegt. Und im dritten haben wir die Möglichkeit, eine Klassifizierung der Authorization Objects durchzuführen. Wenn diese entsprechend angelegt sind, dann ist es der erste Schritt, den wir tatsächlich brauchen, um auch Rollen aus dem Zielsystem abzubilden. Wir bleiben heute bei dem Beispiel der Rollen, damit es nicht zu komplex und zu langwierig wird, aber weiterführende Szenarien sind natürlich da auch jederzeit möglich. Der nächste Schritt, nachdem entsprechend die Authorization Objects angelegt sind, ist, dass wir natürlich dann auch hingehen müssen und eine entsprechende Rolle in der PFCG generieren. Wir erstellen im Beispiel eine Rolle für einen Vertriebsmenschen mit den Berechtigungen, User und Rollen zu managen. Befindet sich etwas mehr auf dem Basislevel, klar, aber haben wir an der Stelle als klassisches Beispiel ausgewählt. Wir bauen also jetzt in der PFCG eine entsprechende Rolle nach mit den Berechtigungen, wie sie im letztlichen Kontext tatsächlich der Applikation ablaufen würden, geben eine entsprechende Beschreibung mit und fügen dann, nachdem wir in der PFCG gespeichert haben, entsprechende Authorizations hinzu. Die meisten User und Anwender werden das kennen, in der PFCG entsprechend die Authorization zu ändern. Wir fügen in dem Fall die Objekte manuell hinzu, brauchen natürlich darüber das Wissen, wie sieht die Rolle in Salesforce tatsächlich aus. Wir wählen aber hier jetzt die Object-Klasse und das Berechtigungsobjekt, so wie wir es vorhin angelegt haben, aus und pflegen die entsprechenden Daten mit ein. Das heißt, wir haben im Feld Auth Object einzupflegen, dass es eine Berechtigung gibt, Benutzer zu verwalten oder Rollen zu verwalten. Das pflegen wir hier mit ein. Des Weiteren werden wir neben den Authorization Objekten auch noch festlegen, wie sind weiterführende, tiefergehende Berechtigungen zu definieren, zu qualifizieren. In dem Fall machen wir es ganz einfach und prägen das nicht weiter aus, sondern bleiben bei dem Klassiker, dem Stern, und haben in der Objektklasse hier die System-Permissions eingepflegt. Das machen wir jetzt für alle Berechtigungsobjekte, die tatsächlich in dieser eigentlichen Rolle aus dem Zielsystem vorkommen. In dem Fall tatsächlich manuell. Es empfiehlt sich, in der Integration dafür zu sorgen, dass generierte Rollen aus dem Zielsystem, aus der Applikation, nach Möglichkeit automatisiert angelegt werden, damit man diese händische Arbeit spart. Hier das Beispiel natürlich auch für das bessere Verständnis der ganzen Situation. So, wir haben noch ein letztes Objekt, was wir hier mit einfügen. Und wenn das getan ist, Sie sehen hier einmal der Einfachheit halber rauskopiert und den Text übertragen. Wie gesagt, Automation wäre das eigentliche Ziel. Da,
speichern. So, wenn wir die Rolle dann entsprechend definiert haben, mit allen Ausprägungen, die wir tatsächlich brauchen, ganz wichtig, entsprechend speichern und auch das Profil dazu generieren. Klassische SAP-Basis-PFCG-Arbeit kennt von den Kunden fast jeder. Genau. So, dann haben wir also eine Objektklasse generiert, ein Authorization Object erstellt, wir haben eine PFCG-Rolle angelegt und damit die Grundlagen geschaffen, um das abzubilden, was aus der Applikation kommt. Damit wollen wir natürlich jetzt dann als nächstes ans Access Control gehen. Im Access Control brauchen wir zwei entsprechende Funktionen, die die entsprechenden Berechtigungen kritisch an der Stelle haben und ein Risiko. Im Access Control bewegen wir uns dann im Bereich der Funktionen zuerst und dann gucken wir uns das entsprechende Zugriffsrisiko an. Die sind bereits schon angelegt. Das heißt, ich habe in meinen Funktions-IDs hier zwei erstellt, die eben um das Thema Trennung, User und Rollenpflege sich drehen. Wir gucken uns das im Detail an. Im ersten, im ZSFS1, sehen wir ganz im Geschäftsprozess Basis. Wir haben eine Beschreibung hinterlegt und bei den Berechtigungen finden wir genau das wieder, was wir in dieser PFCG-Rolle gerade definiert haben und was eben halt äquivalent zu dem ist, was tatsächlich aus der Anwendung kommt. Das Gleiche haben wir auch für die zweite Funktions-ID. Auch hier können wir uns das Ganze im Detail ansehen und sehen, dass in der ersten, was das Thema Manage Roles vorhanden war, und in der zweiten Funktions-ID haben wir Manage Users ohne weitere Ausprägung. So, passend dazu brauchen wir natürlich noch ein Zugriffsrisiko. Dieses Zugriffsrisiko würde dann definiert werden als Funktionstrennungsrisiko tatsächlich für diese beiden Funktions-IDs, damit wir sicherstellen können, dass das Risiko auch hochpoppt bei jedem, der eine solche Rolle hätte. Wir sehen im Zugriffsrisiko, dass die beiden Funktions-IDs hinterlegt sind. Wir haben Funktionstrennung definiert. Die Risikostufe an der Stelle kann man variieren. Wichtig ist, dass auch ein Regelwerk hinterlegt wird, für den das Ganze dann gültig ist und natürlich entsprechend speichern. So, mit diesen ganzen Vorarbeiten sind wir dann jetzt in der Lage, tatsächlich zu sagen, wir wollen diese eben erstellte Rolle auch analysieren und führen entsprechend eine Risikoanalyse auf Rollenebene durch. Dazu werden wir im Access Control entsprechend das jeweilige Zielsystem auswählen. Ja, in dem Fall tatsächlich, genau. Das ist eine technische Rolle, die wir haben. Müssen natürlich auch die Rolle mitgeben. Da sind viele im System, deswegen benutzen wir entsprechend einen Filter. Unsere Vertriebsrolle gehört zum Prozess Basis, ja, also Geschäftsprozess Basis an der Stelle, weil es Basistätigkeiten sind, die durchgeführt werden. Das ist aber auch Definitionssache. Und ganz wichtig, das richtige Regelwerk auszuwählen. Und wenn wir das gemacht haben, dann führen wir eine Zugriffsrisikoanalyse auf Berechtigungsebene durch, weil wir uns genau in dem Umfeld hier bewegen und wissen möchten, welche Berechtigungen denn tatsächlich hier zu einem Risiko führen können. Und Sie sehen, als Ergebnis haben wir hier die ID des Zugriffsrisikos und könnten natürlich über entsprechende Links das im Detail nochmal ansehen. Aber haben wir ja vorhin schon gesehen, Ergebnis ist halt tatsächlich in dieser Rolle, haben wir ein Risiko, Funktionstrennungsrisiko aufgrund der ausgewählten Berechtigung. So, wichtig ist jetzt für die Integration noch, dass man sich Gedanken darüber macht, dass eine Integration geschaffen wird zwischen der Third-Party-Anwendung und dem Sub-Access-Control, um die Daten automatisch zu laden, Rollen, User, Verbindungen dazwischen und um natürlich dafür zu sorgen, dass wir eine automatische Generierung dieser PFCG-Rollen haben, damit wir nicht alles händisch anlegen müssen. Ja, also das wäre sozusagen ein Beispiel, wie in diesem Fall sogar eine cloud-basierte Third-Party-App angebunden werden kann. Vielen Dank.